kann trotzdem nur gerade nicht viel machen. Ich habe keinen Mana mehr. Ja, aber Mimik macht das. Fantastisches Vieh. Ich weiß nicht, ob es wesentlich stärkere Gegner gibt. Ich meine, stärkere Einheiten. Ich glaube schon noch ein bisschen, aber nicht in der Geschwindigkeit, wie das Ding hat, glaube ich. Es rennt ja doch recht flott. Ich bin mir echt nicht sicher. Aber es ist auch schon Ewigkeiten her, dass ich das gespielt habe. Von daher, vielleicht habe ich einiges vergessen. Das kann durchaus sein. Ich bin mir im Moment auch nicht sicher, was hier alles noch kommen wird. Im Spiel. Es ist jetzt noch nicht, dass das Ende wäre hier, aber zumindest haben wir einen gewissen Fortschritt. Da ist noch was. Halt, stopp. Da ist noch was. Da unten waren wir schon irgendwo. Irgendwo waren wir schon hier unten. Das ist aufgedeckt. Ah, wie viele hier sind. Zwei Schläge und das Ding ist platt. Sehr schön. Sieht echt übel. Vor allem, wenn er das erstmal langsam macht und dann wird das kaputt gehauen direkt, das ist super. Fantastische Kombination. Hier liegt einfach Klamotten rum. Okay. Na gut, dann war das einfach so ein Nebenräumchen. Aber nette Sache. Erfahrung bekommen. Und so ein Nebenräumchen halt. Aber wie sieht es denn aus überhaupt? Ein oder zwei Stufen noch, dann bin ich eigentlich komplett ausgerüstet, ne? Komplett hier hoch, würde ich sagen. Das ist wahnsinnig viel, sollte da nicht mehr passieren. Okay. Wie viele denn noch? Von den ollen Wuffels. Ich kann die auch nicht mitnehmen, ne? Die Skelette hier. Ich kann den noch nicht per Hand jetzt kaputt hauen hier. Na, anscheinend doch. Anscheinend geht's doch. Also, der Pixie-Schwarm ist echt ein bisschen albern jetzt. Für die Mana-Menge macht der echt nicht viel Schaden. Und gut, dass hier im Moment keine Zombies sind, die wieder aufstehen. Aber ich meine, das sind jetzt die Untoten-Legionen, ne? Das, was Hekuba halt vorgehabt hat. Dass er die ganzen Untoten da aus der Erde rausholt. Und dann für sich kämpfen lässt. Ich würde jetzt sagen, so das Übliche, was man als Nekromant halt irgendwie macht. Und das wäre sogar die Wahrheit. Ich meine, ich war noch keiner, aber naja. Du bist am Ende, Weißling. Du wirst unser Land niemals mit deinem lebenden Fleisch verseuchen. Ich habe nicht genug Mana. Aha. Warte mal, wie sieht man die Leute? Nicht so. Boah, Mana. Vor allem mein Mimik ist draußen. Das war der blöde Teil jetzt. Das war der ganz blöde Teil jetzt. Verdammt. Haben wir Mana hier irgendwo? Das war jetzt der ganz, ganz blöde Teil. Ah, nee. Ah, hier sind wir noch. Alles klar. Das haben wir noch gar nicht alles gemacht hier. Aber das, hier, das Vieh muss natürlich mit rein dann hier. Ansonsten wäre das ganz, ganz blöd. Ich muss mal gucken, ob ich das quasi vorschicken kann zum Jagen oder so. Weil ohne das wird es dann ganz, ganz blöd. Ich könnte das währenddessen halt beschwören. Theoretisch. Ja, ach komm, gehen wir dann da nochmal rein. War ja kein großer Verlust hier. So. Mimik macht das schon. Au, au, au. So. Na komm. Wenigstens sind die schnell. Pixies als Finisher. Und halt für solche Typen. Alles klar. Ich rüste meine Bogen aus vielleicht. Ich werde mich nochmal hier nochmal ein bisschen vollwerfen. Mit Mana.
Jetzt weiß ich zumindest, was auf mich zukommt, ne? Auch wenn ich die genaue Stelle gerade wieder vergessen habe, wo das genau war. War einfach ein paar Meter weiter hier, ne? Ich kann total gut treffen. Squatch. Dann auch noch ein Hundi. Und da oben gefällt mir nicht. Kann er nicht woanders da rumstehen? Ah. Ja, ach toll, jetzt kann ich den nicht sehen. Was ist das? Ja. So, geschossen. Habe ich ihn selbst erschossen? Haha, heldenhaft. Heldenhaft. Okay. Na komm, es sind nur ein paar Büsche. Da kommst du durch. Passt. Aber wenn man vorbereitet ist, wie gesagt, das ist halt durchaus ein Vorteil. Dann nicht. Das war auf dem Weg nach links, ne? Och Mann, wie viele noch? Hau ich halt doch noch ein bisschen drauf. Nicht, dass es vielleicht stirbt hier. Oder tot ist. Aber es heilt sich. Schon gut, das kann man sogar sehen. Okay. Okay, jetzt kannst du bitte jagen. Das wäre ein Träumchen. Gucken, dass das vor mir ist. Genau, wunderbar. Habe ich gespeichert jetzt? Das bringt zumindest schon mal ganze Menge. Oh ja, sehr gut. Oh ja. Das sieht ganz anders aus. Sieht sehr anders aus. Ey, der rennt ja nur weg. Ey, der rennt ja nur weg. Geil. Ey, wie anders das jetzt war. Cool. Ah, sehr anders. Ja, die Untoten sind ein bisschen blöd jetzt. Dramatische und heldenhafte Musik gleichzeitig. Was ist das denn für ein Vieh? Was ist das denn? Ah. Ist noch was äußerst Magisches. Schön, dass man sich da oben so schnell füllen kann mit Mana. Wenn man einfach zwischen allen drei steht. Ah, super. Okay, ich glaube, das war ein bisschen einfacher, als das Spiel vorgehabt hat. Mit dem Mimic. Ich glaube, das ging ganz gut. Sehr schön. Das ist halt eigentlich so eine richtige Kampfarena hier mit Deckung und solchen ganzen Zeug. Das ging gut. Komm so mit. Jetzt brauchst du nicht mehr jagen. Na, wo bist du? Freundchen. Mimic. Mimic. Da. Habe ich gespeichert? Jetzt ja. Okay. Aber jetzt. Man merkt, es spitzt sich ein bisschen zu. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, was es noch alles für neue Gegner noch geben wird. Ich meine, klar, wir haben gerade einen gesehen. Aber es sind schon ziemliche Brocken jetzt dabei. Oh, okay. Warte mal. Warte mal. Ah. Ich wollte gerade sagen, das ist doch eindeutig eine Zündschnur. Oder eine Pulver-Dingsbums hier. Eine Pulver-Dingsbums, wie der Fachmann sagt. Aber ist die Frage, ob ich hier rein soll, weil draußen ging es ja auch noch weiter. Ich vermute mal nicht unbedingt. Also, dass ich hier rein muss. Na, das ist okay, das ist ein Nebenbereich. Oh, wie schön. So viel Zeug. So viel Mana. Und ich benutze das halt nicht sinnvoll. Ich kann mich voller Effekte in allen Variationen ballern. Aber mache ich gerade mal nicht. Von wegen halt tausende Schutzzauber und sowas. Ich mach das mal kurz.
Ist das meine Schutz... Hier, meine Leiste? Ja, passt. Was haben wir noch? So. Jetzt muss ich mich nur noch aufladen. Halt. Das ist zum Glück überhaupt nicht übertrieben jetzt. Mit der Buntheit hier um mich herum. Leider hält das Zeug nicht so ewig. Ah, praktisch. Also Mimik nur mit nachkommen, sind fantastisch. Ich glaube, die können wir auch noch anders einstellen, ne? Dass sie auch entsprechend die Effekte hat. Oh. Werden hier irgendwelche Banner aufgestellt. Okay. Das ist blöd. Das waren alle auf einmal. Nettes Design. Nette Optik. Ja, hier erinnere ich mich auf jeden Fall dran. Aber ich komme nicht weg. Mist. Oh, die Zauber sind furchtbar. Wenn man irgendwie festgehalten wird. So, Mimik, du machst das. Ah, die Kombi aus den beiden Leuten ist echt gut. Der eine macht das viel langsamer, der andere haut halt einfach nur drauf. Einfach nur stumpf draufkloppen. Jetzt interessiert mich aber noch, wo das mit den Bannern da hingeführt hat. Hier kommen wir anscheinend ja gleich rein, vermute ich mal ganz stark. Das heißt, ich muss mal ganz kurz nach unten latschen. Ist ganz uneigennützig. Hab euch an. Ah, ein Shop. Dann können wir die Gelegenheit mal beim Shop packen, würde ich sagen. Ich grüße euch, Reisender. Ja. Es ist ein gefährlicher Ort für jemanden wie euch. Ja, ich weiß. Kann ich euch helfen? Ja, bitte gerne. So. Das ist doch wunderschön hier. So viel Geld. Oh ja. Ich weiß nicht, ob der auch was anzubieten hat. Weil das sieht nicht aus, als ob der irgendwie Zauberfachbeauftragter wäre. Die Klamotten sind mir sowas von Schnubbe. So. Bogen behalte ich mal. Kaufen. Ne, er hat keine Zauberkrams. Aber. Oho, oho. Schutz vor Gift Stufe 3. Schutz vor Elektrizität Stufe 3. Oh, wow. Was haben wir hier? Schutz vor Gift Stufe 3. Ey, gib her den Quatsch. Einmal kaufen, bitte. Nicht mehrfach. Einmal reicht. Der andere Krams ist putt, oder was? Ist der wirklich komplett putt gewesen? Kaputt? Wow. Reparieren. Zack. 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 Und jetzt auch ein bisschen zack. Was hat er noch? Was war hier noch Spannendes, ne? Flammenschutzstufe 4. Oha, okay. Hassstufe 3. Hast du nicht gesehen, ne? Okay, aber gut. Aber interessant, dass da so hohe Schutzsachen drauf sind. Beide zusammen. Das ist abgefahren. Okay. Der Schlüssel zu Hekubas Macht ist das Artefakt, das sie dir stahl, mein Freund. Das Artefakt, das dich hierher brachte. Das Orb. Dasselbe dämonische Orb hält die Seelen der Nekromanten gefangen, die Hekuba befreien und zu einer unheilvollen Armee aus Untoten vereinen möchte. Erst wenn das Orb auf den Stab der Vergessenheit gesteckt wird, kann die Schicksalsbestie ihre Macht entfalten und die bösen Seelen für alle Zeit in das Orb verbannen. Und nur dann ist eine Rückkehr zur Erde möglich. Finde das Orb. In dieser dunklen Stunde ist es unsere einzige Hoffnung. Immer diese Bedingungen, ne? Aber Kapitel 10, aha, aha. Reich der Toten. Es klingt, wie gesagt, es klingt halt, als ob das ein bisschen so das letzte, die letzten paar Kapitel eingeleitet werden. Aber ich bin gespannt. Und ja, ich glaube, es geht auch, es ist auch nicht mehr so ewig lang, weil ich wüsste nicht mehr, was hier nach noch kommen sollte. Also rein von der, das sind Fallen, rein von den Ortschaften her. Ich habe von der Optik her, habe ich glaube ich, soweit fast alles gesehen. Glaube ich zumindest. Was hält das Ding aus? Ah, okay. Oh, wow. Wie nett. Mein Mimik ist weg. Mist. Ah.
Ich hoffe, der räumt auf da unten. Ah, okay. Nee, mein Mimik ist tot. Mist. Mist, Mist, Mist. Okay, wow. Okay, das sind kleine Viecher. Aber es ist eine Mischung. Beides. Da ich die eh verbrennen muss, brauche ich jetzt hier keine Faust machen. Splotch und nochmal. Ich getroffen. Ja, hier unten brauche ich auch keinen Mimik beschwören. Das ist äußerster Quatsch. Es wäre lustig, wäre das jetzt einer gewesen. Oh. Wie kannst du Stacheln ausmachen? Warte mal, dann lohnt sich das ja doch. Ah, Mimik. Mimik. Sie braucht auch eine ganze Menge Mana, aber das passt schon. Schön dauert halt nur immer so Ewigkeiten dann. Das ist eher so der Nachteil. Ah. Na komm. Na, bleiben die Stacheln aus? Ja. Fantastisch. Sehr gut. Ach ja, ach nee. Mist. Das ist uncool. Aber die macht das super. Ich finde das gut. Sie kriegt eine Gehaltserhöhung. Also, eine von den vielen Variationen, die ich denn von ihr beschworen habe. So. Wäre lustig, wenn das immer das gleiche wäre, was man dann neu beschwört. Dass man dann sagt, ja, wir kommen zurück. Ja, ja, ach, schon wieder. Ja, ja, noch ein Einsatz. Aha. Das ist quasi einfach nur ein ständiges Wiedersehen wäre. Knack. Ich meine, ich kann die auch zu meinem Vorteil einsetzen, ne? Die ganzen... Hier, ne? Das ging ja auch. Auf. Okay. Und hoch mit dir. Na komm, hoch. Okay, also das... Die halten gerade erstaunlich viel aus. Bin mal gespannt, was hier gleich passieren wird. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie das hier alles aussieht. Sagen wir mal so. Ich meine, man kann sich vielleicht denken, gegen wen man ganz, ganz, ganz am Ende kämpfen wird. Aber das dauert noch ein bisschen. Sind das hier große Augen oder was? Sind das hier aufgespießte Augen? Ah, okay. Das muss sehr wahrscheinlich auseinanderfahren hier. Sehr wahrscheinlich. Okay. Das sind Schaltflächen, ne? Machen die das? Warte mal. Okay. Sehr fies, dass sie das auslösen. Wobei das mit dem Auslösen ist... ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Ja. Na komm, Vieh, bleib nicht stehen. Ah, du bist tot. 270 Schaden. Ah, Mist, 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 Mist. Okay, das fällt nur bis dahin. Also ich muss hier irgendwas runterlegen. Wahrscheinlich sind hier deswegen die ganzen Skelette, damit die auch nicht Loot fallen lassen. Jetzt geht's auf. Ich finde das immer noch cool mit den... diese Mechanik. Ah! Das finde ich äußerst uncool. Na komm. Mal nicht rumzicken hier. Okay. Das ist ja fies hier. Okay. Hat sich da oben irgendwas verändert? Noch nicht. Muss es auf beiden Seiten machen. Hier kommen noch mal neue her. Na, Wunderbärchen. Ist nämlich ganz praktisch. Und ich mache jetzt eine Faust. Das kennt ihr natürlich auch.
Hat durchaus was. Wenn das Vieh schon nicht nachkommt hier. Oh, ist halt so. Ich kann nämlich auch Schaden machen. So sinnig. Ist ja nicht so, dass ich mich dann komplett auf meine Kreaturen verlassen würde. Weil die schon sehr praktisch sind. Wirklich sehr praktisch. Ich bin halt dann doch eher so ein bisschen squishy. Ah, siehst du. Au. Reicht natürlich nicht. Na, wobei. Ne, es reicht nicht. Die machen eine Menge Schaden hier. Die Viecher. Die sehen halt so harmlos und wie vom Anfang aus, aber die sind nicht ganz ohne.